jetzt mal ganz ehrlich, was geht denn bei dem Typen ab, Mann? Juttas Freund hat doch einen völligen Dachschaden, Mann. Der ist das Allerletzte. Ja, schon richtig, aber ich fühle mich schon so ein bisschen geschmeichelt. Der dachte echt, wir beide hätten was mit der gehabt. Obwohl wir beide sind ein bisschen komisch, ne? Hä? Sag mal, bist du bescheuert? Was für geschmeichelt, Mann? Du brauchst echt mal eine Freundin, Mann. Ja, obwohl. Ey, am Anfang fand ich es auch noch witzig und ein bisschen geil. Aber, Mann, das ist doch voll billig, dass Jutta sich da irgendwie vor der Webcam rickeln will. Das kann doch nicht sein. Ey, und wenn ich überlege, wie aggressiv der Freund zu uns war. Ich will gar nicht wissen, wie der zu Jutta ist oder vielleicht sogar zu Annette. Das ist richtig. Mann, da ist ja ganz klar, dass Annette bei ihrem Vater wohnt. Wir sollten vielleicht gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich mache mir auch extreme Sorgen. Aber wie willst du das machen, Mann? Wir sind hier in der Schule. Ja, aber ich habe ja ihren Laptop eingerichtet. Und das heißt, ich habe die Administratorenrechte und habe damit Zugriff auf ihre Webcam. Du kannst von hier gucken, was da abgeht? Klar, ich bin gut. Hey, das ist ja mega geil. So. Login. Gott, ich habe von so einem Zeug gar keine Ahnung mehr. So, und wir sind... Was ist denn das? Jutta, du Sch... Ey, was jetzt schon? In der Zeit, wo ich weg bin, vergnügst du dich mit den jungen Bengels da, Mensch? Ey, hier haben wir doch die Webcam hier eingerichtet. Scheiße! Ey, das kann... Ey, da müssen wir was machen. Ja, das ist richtig. Der kann die doch nicht so anpacken. Entschuldigung, Marvin, Tobias, was macht ihr da? Habt ihr keinen Unterricht? Ja, Herr Nolting, vielleicht doch. Eventuell. Herr Nolting, gucken. Das ist Jutta, Annette, ihre Mutter. Und ich glaube, die hat ein ernstes Problem mit ihrem Freund. Ich werde misshandelt. Was machen wir denn da? Ich werde jetzt die Polizei anrufen und die informieren. Ich werde jetzt auch Annette suchen und dann mit ihr dahin fahren. Häusliche Gewalt? Wir müssen uns beeilen. Und wir sollten das hier am besten schnell wieder. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Zusammenpacken. Bevor uns nur noch irgendjemand anderes mit erwischt. Ey, na, ein Glück kümmert sich der Nolting drum. Ja. Ja, ich glaube echt, dass es das Beste war, den Nolting da einzuweihen. Mann, Jutta ist zwar billig, aber ganz ehrlich, die war so nett zu uns. Die hat das nicht verdient. Keine Frau hat das verdient, so behandelt zu werden. Und so tomorrow, I'll be watching every shadow, think it please. Keep her safe, keep her safe. Oh. So. Ihr wisst ja alle, morgen ist der Elternsprechtag. Bitte, alle, die noch nicht daran gedacht haben, denkt daran, einen unterschriebenen Elternbrief mitzubringen. Ja, wir Lehrer müssen echt sicher gehen, dass alle Eltern Bescheid wissen. So, die Stunde. Frau von Wiesenau, ja, Sie bitte mal kurz sprechen. Ja klar, die Stunde ist ja eh vorbei. So, ihr könnt gehen, packt alles zusammen raus. Und zügig bitte. Tschüss. Was gibt es denn? Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das hier ist immer noch eine Schule und keine Table Dance Bar. Ja, das ist mir schon klar. Ja, offensichtlich nicht. Also was Sie in Ihrem Privatleben treiben, das ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Aber das hier ist eine Schule und hier gibt es keinen Sex. Ist das klar? Was genau meinen Sie jetzt damit? Was ich meine, Ihr kleines Stelldichein im Keller mit Herrn Müller ist mir berichtet worden. Hm? Also, dieses eine Mal lasse ich noch Gnade vor Recht ergehen. Beim nächsten Mal gibt es eine Abmahnung, das garantiere ich Ihnen. Meine Güte, Sie sind Lehrerin, Sie haben doch eine Vorbildfunktion. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das jetzt angekommen? Ja. Gut, dann sind wir fertig. Ich hasse Daniela wie die... Mensch, Thea, was ist denn los? Was bist du in Rage? Mach mal langsam. Daniela hat schon wieder anscheinend bei der Direx gepetzt. Was hat wie gepetzt? Was hat die gepetzt? Von deiner Aktion im Keller. Und die wird jetzt ihr blaues Wunder erleben. Ich hasse die. Ich hasse die so sehr. Echt. Damit ist Daniela jetzt wirklich zu weit gegangen. Die wird was erleben. Anscheinend hat sie mich noch nicht richtig kennengelernt. Hey, René. Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Wofür? Entschuldigung. Ich habe das der Direktorin gesteckt. Ey, echt jetzt? Warum hast du das gemacht, Willi? Das war so, ich fand das so lustig und toll, wie du das da alles gemacht hast, die Mühe gegeben hast für die Thea. Und wo die Direx dann die Lichtanlage im Keller gesehen hat, da habe ich dir das erzählt. Ich habe mir da wirklich nichts Böses bei gedacht. Entschuldige bitte. Ja, da komm, scheiß drauf. Er ist ja, komm, er ist vergessen, ja? Es tut mir jetzt echt voll leid, dass Thea wegen mir Ärger bekommt, wegen dieser Aktion im Keller. Ja, und Willi, dem kann ich irgendwie auch nicht böse sein. Hands up for your colors. One hand, two hands.
Sie mal, die Tür ist auf. Was, wenn hier was passiert ist? Du bleibst bitte hier, du gehst da nicht rein. Du gehst nicht rein. Marvin, Tobias, was genau erwartet mich jetzt in diesem Haus? Okay, wisst ihr, ob die Polizei schon hier war? Wisst ihr nicht. Alles klar. Gut, ich geh da rein. Du bleibst hier, ja? Ich geh da selber rein. Hallo? Frau Müller? Ja? Dietrich Neuting ist mein Name, hallo. Hallo? Ich bin Lehrer Ihrer Tochter Annette. Entschuldigung, der ist hier bei. Ja, kann ich mal kurz fragen, wo Ihr Freund ist? Der ist irgendwie weg und anscheinend von der Polizei abgeholt worden. Okay, gut, also das mit der Polizei, das war ich. Annette, kommst du mal bitte? Okay. Mama, alles gut? Ist dir was passiert? Nee. Wie konntest du denn auf die Idee kommen, als Webcam-Girl zu arbeiten? Hör mal, er hat mich dazu überredet, im Prinzip auch, ja. Und ich wollte dir ein besseres Leben ermöglichen, damit du nicht immer zu deinem stinkreichen Vater rennst, verstehst du? Ach Mama, ums Geld geht's mir doch gar nicht. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mit diesem Mike unter einem Dach zu leben. Ja, das verstehe ich. Er ist auch ein völliges Arschloch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will dir jetzt mal eins sagen, ja. Ich verspreche dir eins. Zwischen uns beide, ja, wird sich nie wieder ein Mann stellen. Und das verspreche ich dir, weißt du. Ich liebe dich über alles, ja. Und du bist meine Tochter und ich will, dass du das weißt. Ja, ich liebe dich. Ich bin so froh, dass Mike endlich weg ist. Ich ziehe wieder zu Mama. Ist doch egal, wenn wir weniger Geld haben. Hauptsache, wir haben uns. Also es freut mich gerade auch sehr, dass Sie gerade anscheinend wieder zueinander gefunden haben. Aber wenn Sie mal meine persönliche Meinung zu der Geschichte hören wollen, dann finde ich, dass man seinen Körper unter keinen Umständen für Geld zur Schau stellen sollte. Ja, ganz egal, wie nötig man das Geld gerade hat. Da haben Sie völlig recht, ja. Ich habe mich da auch einlullen lassen im Prinzip, ja, so. Und wollte ihr eigentlich auch ein besseres Leben bieten, na, so. Und mittlerweile weiß ich selber, dass es echt ein Fehler war. Es tut mir leid. Ich hoffe sehr, dass die Mutter ihre Lektion gelernt hat. Ja, also Geld ist nun mal nicht alles und man sollte sich auf keinen Fall erniedrigen. Zack. Hier, Papa, essen. Habt eine Entscheidung getroffen. Wir machen bei der Nummer nicht mit. Wir lassen uns nicht in irgendein kriminelles Ding mit reinziehen. Was? Ey, Papa, kannst du Rocco nicht einfach mal bitte in Ruhe lassen, bitte? Die Alte von dem war auch so ein Schisshase. Was hast du da meine Mutter gesagt? Hör auf! Mann, das zu Rocco! Beruhig dich und setz dich jetzt hin. Alter, setz dich hin. Jetzt beruhig dich doch erstmal, Mann. Der hat meine Mutter beleidigt. Ja, beruhig dich. Nein, Alter. Digga, nein. Das reicht mir. Alter, ich hol dir die Scheiße hin, Alter. Bist du bescheuert? Alter, halt's Maul jetzt. Ich regel das schon und ich klär das, okay? Und du bleibst jetzt ruhig und bleibst da sitzen, Mann. Ey, entspann dich doch mal. Wenn ich den schon sehe, dann würde ich ihn mir am liebsten eine reinhauen. Ich kann mich einfach nicht mehr zusammenreißen in seiner Gegenwart. Ich muss den irgendwie... Boah, keine Ahnung, auch wenn ich nur ein Viertel von ihm bin, ich muss den irgendwie loswerden. Zur Not auch ohne Felix. Papa? Ich hab's mir noch mal überlegt. Ich mach doch mit. Hast du dir wirklich mal gut überlegt? Ja, ich war mir noch nie so sicher. Du bist mein Sohn, mein Bester. Komm, jetzt. Danke. Komm. Geil. Wie wenn man steckt, das Ding? Mhm. Da ist ein Supermarkt, den wir klar machen. Mhm. Den Chef kenne ich und übermorgen ist die meiste Kohle da. Aber wie geht's dir hier mit dem Zahnstocher? Mhm. Keine Ahnung. Komm, hau rein. Geil. Mega. Ja, wenn es nicht anders geht, dann mache ich halt mit bei diesem Überfall. Ja, solange Rocco aus dem Spiel bleibt, ist alles egal. Nimm ich das Risiko lieber auf mich. Bratan, ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Kripos abgefuckt. Alles ist okay, solange der Bratan Scheine macht. Nougat? Ja, oder weiße Schokolade? Daniela! Ich möchte weiße Schokolade. Daniela? Sag mal, ist das dein verdammter Scheiß Ernst, dass du zu Direx rennst und der irgendeine Scheiße erzählt? Ich hätte mit René Sex im Keller gehabt. Ey, jetzt komm mal. Bist du bescheuert? Komm mal bitte runter, ja? Runterkommen? Ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Tu nicht, so eine unverschämte Lüge ist das wieder von dir, echt? Sie hat recht, komm mal lieber wieder runter. Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nimm deine beschissenen Sachen.
verzieh dich aus der WG, mach allem Ernstes. Ich hätte das Maß voll, du spinnst doch. Ja gut, es wäre ja nicht das erste Mal, dass du irgendeine Scheiße erzählst, um für Unruhe zu sorgen, ne? Eben. Und wenn du jetzt nicht selber den Rest packst, dann hol ich's raus. Nein, kannst holst du ganz bestimmt nicht. Ganz ehrlich, ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Irgendwas mit Sex und René und keine Ahnung. Ach nee, weißt du nicht? Nein, weiß ich nicht. Ich war das nicht. Thea, fahr runter. Thea, fahr runter. Ich glaube, sie hat's verstanden. Wir gehen jetzt erstmal in die Bar. Wenn ich wiederkomme, bist du weg. Das schwöre ich dir. Sonst vergesse ich mich noch. Daniela ist so eine hinterhältige Schlange. Natürlich hat sie mal wieder gar nichts gemacht. Boah, ich kann mir die Leier echt nicht mehr geben. Für mich ist die Alte gestorben. Komm, lass es liegen. Beruhig dich mal wieder, setz dich hin. Merk dir eins, ja? Also, wenn dir niemand glaubt, ich glaub dir. Ich war das wirklich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Ich habe gar keine Ahnung. Was ist denn bloß in Thea gefahren? Sex im Keller, René, Direktorin? Ich weiß echt nicht, wovon die redet. We can do better. Ja, du hast sie ja fast umgebracht. Daniela hat schon wieder komplett Scheiße erzählt. Und das war der Steinmeier. Mann, ich habe so die Schnauze voll von der. Die muss einfach raus aus der WG. Seit wann kennen Max und Sandy sich denn? Glaubst du, seit einer halben Stunde? Am Kastor, oder? Geben doch ein gutes Paar ab, so. Ja, bestimmt. Sogar süß. Max und Sandy? Schon lustig, aber soll mir ja gerade recht sein. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen wegen Daniela. Also, die hat der Steinmeier nichts erzählt. Das hat der Hausmeister getan. Der hat sich irgendwie verplappert. Willi? Ja. Ja, gut. Ja, okay. Ja, dann war es vielleicht ungerecht. Aber im Prinzip habe ich trotzdem recht. Die Alte muss einfach weg. Ja. Das stimmt. Mhm. Jan, meinst du, ich kann heute ein bisschen früher gehen? Ist ja nicht ganz so viel los hier. Ja, es ist halt wirklich nichts los, ne? Also dann mach mal Feierabend, würde ich meinen. Komm schon. Dankeschön. Ja. Dann mal viel Spaß, ne? Max, warte mal eben ganz kurz. Hast du dir verdient. Überraschend und spontan. Mhm. Klar gewinne ich gern wetten, wer nicht? Aber ehrlich gesagt ging es mir weniger um den Zehner, als darum, Sarah eifersüchtig zu machen. Also, ich hoffe zumindest, dass sie eifersüchtig ist, weil ich bin es auf Jan. Okay, was sagst du? Eine halbe Stunde kennen wir sie, sagtest du? Ja, aber läuft bei denen. Hey, Sandy toppt mich also. Komm, nein, jetzt, also ich meine den auch. Ah, okay. Ja, so ganz kalt lässt mich das jetzt nicht, dass Max mit Sandy abgerauscht ist. Aber hey, er kann tun und lassen, was er will. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Ja? Hey. Daniela. Du, ich wollte mich einmal bei dir bedanken für deine Hilfe vorhin. Ach, das habe ich gerne gemacht. Also wirklich gern geschehen, ja? Also, ich glaub dir auch, dass du Thea und René nicht bei der Direktorin verpfiffen hast. Und selbst wenn du es getan hättest, dann hätte Thea noch lange nicht das Recht, dich einfach rauszuschmeißen. Ich meine, das ist unsere WG und das ist nicht Theas Schloss. Dietrich, was haben die denn alle gegen mich? Also, ich weiß nicht. Also, ich denke, das Problem ist einfach, weil sie dich nicht kennen. So wirklich. Und würden sie dich gut kennen, so wie ich, dann würden sie dich auch mögen. So wie ich. Weißt du, als Sarah bei uns in die WG eingezogen ist, da haben sich die beiden fast die Augen ausgekratzt. Und ja, jetzt mögen die sich. Du magst mich wirklich? Ja. Warum? Ich fühle mich einfach so allein und missverstanden. Dietrich ist einfach der Einzige, der immer für mich da ist. Und ich will mich doch auch mal geliebt fühlen.